Den Sterbeurkunden der Bourgeoisie möchte ich die Geburtsurkunden des Proletariats entgegensetzen. Und dazu zähle ich auch meine Kalenderblätter. Wesentlich geht es mir bei meinem Kalender um die Vermittlung der Dialektik, der Wissenschaft von der Bewegung und Entwicklung der Materie und also auch des Bewusstseins. Der Betrachter soll befähigt werden, selber zu sehen und zu verstehen. Zum Beispiel den Niedergang dieses Dorfes. Mittlerweile könnten hier Botaniker an den zerfallenen Gebäuden der einstigen Genossenschaft Freier Bauer Großpolzin die Entwicklung und Verbreitung des Holunders als Pionierpflanze studieren. Ja, der sogenannte Mauerfall führte zum Verfall der Ställe, der Hallen, der Anlagen, der Werkstätten und so weiter und besonders der Menschen. Für diese Menschen, meine Mitmenschen, meine Mitproletarier, sind meine Zeichnungen geschaffen. Das ist das Kalenderblatt für den Monat Januar. Ja, unser Baum wird sich behaupten in der Eisnacht. Unser Baum wird grünen. Die Anregung dazu? Das ist das zweite Januarbild. In der imperialistischen Eisnacht sehen wir schon die blühenden Hortensien und Rosen. Die Rosen haben meine Eltern gepflanzt. Das Februarbild. Die Materie ist in einem ständigen Prozess des Werdens und Vergehens, des Vergehens und Werdens. So ist das also auch in der menschlichen Gesellschaft. Wir wissen das Ende der BRD und wir wissen unseren Staat, wissen den Sieg des Kommunismus. Das ist das zweite Februarbild.
Das Sichere ist nicht sicher. Der Kapitalismus hat sein Ende. Die BRD ist ein noch lebender Leichnam. Das Märzbild. Das dialektische Gesetz von der Einheit und dem Kampf der Gegensätze erklärt die Bewegung der Materie als Selbstbewegung. Götter gibt es also in der objektiven Realität nicht. Diese Pappel ist in einem natürlichen, objektiven Entwicklungsprozess entstanden. Ich habe sie nur abgemalt. Durch uns Proletarier wird die notwendige neue Gesellschaftsordnung entstehen. Die Gesellschaftsordnung, in der die Produktionsverhältnisse dem Entwicklungsstand der modernen Produktivkräfte entsprechen. Das ist das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln. Das Abheilbild. Die Materie, das ist die objektive Realität, die außerhalb und unabhängig von unserem Bewusstsein existiert, die wir widerspiegeln, von der wir ein Bewusstsein entwickeln können. Die Widerspiegelung ist der Materie eigen, also auch uns. Das Maibild. Das dialektische Gesetz von Qualität und Quantität erklärt das Wie der Bewegung und Entwicklung. Also ist auch dieses Gesetz das Gesetz des richtigen Denkens.
Das Junibild. Obwohl hier nur in der Ferne Bäume an einer Straße zu sehen sind, reicht das aus, um darauf hinzuweisen, dass all das Land nicht herrenlos ist, dass es Eigentümer hat. Eigentümer und Eigentumslose, Knechte. Die Bourgeoisie und das Proletariat sind vorhanden. Auch an dem entlegensten See tobt der Klassenkampf. Das Augustbild. Das dialektische Gesetz von der Negation der Negation erklärt uns das Wohin der Bewegung und Entwicklung. Vom Niederen zum Höheren. Also auch die Negation des Kapitalismus durch den Kommunismus. Mit dieser Eiche habe ich eine Negation im Kleinen, die das Bild einer Eiche im Kalender für dieses Jahr negiert. Künstlerisch fast zu stark negiert. Denn was die Eiche für das Augustbild 2011 zu steif ist, das ist sie für 2012 fast etwas zu beweglich. Ein Bild für den Kalender 2012 ist noch fertig geworden, das für den Monat Dezember. Der beschneite Felsen im Vordergrund symbolisiert das Hindernis, aber in der Kälte und Bergeinsamkeit grünt die Hoffnung. Und die Bäume sind noch jung. Sie lassen große, kräftige Stämme erwarten. Gemeinsam werden sie jedem Eissturm widerstehen. Auch wir werden gemeinsam die BRD vernichten. Die BRD ist ja nichts anderes als die spätimperialistische Gesellschaft, die Endphase der Klassengesellschaft am Vorabend der kommunistischen Revolution. Inzwischen wird wohl das Holz angebrannt sein. Mal sehen. Ja, da kann ich noch 4 Kohlen auflegen.